Gott ist. Teil 1, Kapitel 1 vom Gebetbuch. Ich glaube, es war unmittelbar vor dem Augenblick. Eine Stunde davor, oder einen Tag, oder eine Woche, oder war es danach? Ich glaube, es war noch am selben Tag, bevor ich mich umdrehte. Ich war zu Hause in unserem Kinderzimmer und ich war allein, soweit ich mich erinnere. Meine Eltern waren in der Arbeit oder etwas einkaufen. Mein Bruder war in der Schule oder bei Freunden. Ich wusste nicht, was ich tun soll und suchte nach einer Beschäftigung. In meiner Erinnerung schwingt auch eine gewisse Sorge mit. Vielleicht Sorge um meine Eltern, damit sie gut nach Hause kommen und wieder bei mir sind. Vielleicht Sorge um meinen Bruder. Vielleicht die Sorge um mich. Ich ging im Kinderzimmer herum und kniete mich zu einem niedrigen Schränkchen, das mit Büchern gefüllt war. Ich machte es auf und begann mich durchzukramen. Ich kannte die Bücher und hatte mich schon oft durchgewühlt. Viele davon hatte ich gelesen, einige mehrmals. Ich liebte, wie Bücher sich anfühlten, wie sie dufteten und welche Erzählungen sie erzählten. Da fiel mir ein Buch in die Hand, das ich nie zuvor gesehen hatte. Das überraschte mich, weil ich dachte, sie alle zu kennen. Ich nahm es in die Hand. Eigentlich war es ein Büchlein, klein und handlich, sogar für meine Kinderhände. Der Einband sah aus wie Elfenbein und war ein wenig dicker. Es war wohl ein Imitat, aber es beeindruckte mich. Es verlieh dem Büchlein eine gewisse Würde und Gewicht. Am Umschlag war das Profil einer Frau eingeprägt, das von einem Kreis umrahmt war. Es war richtig plastisch, hob sich ab und hatte Tiefe. Die Frau wirkte sehr anmutig und rein. Sie strahlte eine Stille aus, die Ruhe und Frieden vermittelte. Ich nehme an, es handelte sich um Maria. Das Buch selbst dürfte ein Gebetbuch gewesen sein. Ich wusste es nur nicht. Und hätte ich es gewusst, hätte ich wohl nicht gewusst, was ein Gebetbuch sein soll. Ich betrachtete es erst einmal. Die Ränder der Seiten waren golden eingefärbt, wie unsere großen alten Lexika im Wohnzimmer, für die ich aber meine beiden Arme brauchte, um sie zu halten. An der rechten Seite, dort, wo man das Buch aufklappt, war eine vergoldete Schnalle als Verschluss angebracht, genau in der Mitte. Man musste die Schnalle lösen, um das Buch aufzumachen. Ich klappte die Schnalle auf und öffnete das Buch. Es war wie einen Schatz zu bergen. Die Seiten wirkten alt und dunkel, gelblich bis bräunlich. Auch die Schrift ist in meinem Gedächtnis irgendwie alt. Vielleicht war es Frakturschrift. Und möglicherweise tat ich mir schwer, sie zu entziffern. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich blätterte mich durch das Büchlein und genoss den Anblick und den Duft. Und es machte mich neugierig. Ich glaube, ich las einige Sätze hier, einige Verse da. Es waren Verse, wie bei Gedichten, falls ich mich richtig erinnere, wahrscheinlich natürlich Gebete. In meiner Erinnerung folgt ein Filmriss oder zwei oder mehrere. Ich weiß nur, dass ich letztlich da sitze und ein Gebet auswendig lerne. Es hatte einige Verse. Warum ich es lernte, wozu ich es lernte und worum es in dem Gebet ging, weiß ich nicht. Vielleicht wollte ich es auswendig können, bevor meine Eltern nach Hause kommen. Vielleicht dachte ich, wenn ich es kann und bete, werden sie gut und sicher nach Hause kommen. Ich weiß allerdings nicht, woher ich hätte wissen sollen, dass es sich um ein Gebet handelt, wie man es betet, oder dass man es betet. Und wozu hätte ich es auswendig lernen wollen? Oder sollen? Ich tat es auf jeden Fall. Und es war nicht gerade einfach. Der Inhalt und die Wörter waren ungewohnt. Ich las es immer wieder und sagte es immer wieder auf. Dazwischen musste ich immer wieder nachschauen und von Neuem beginnen. Irgendwie lief mir die Zeit davon. Als wäre meine Zeit bemessen und ich müsste rechtzeitig fertig werden. Damit endet die Szene. Es tut mir leid, dass nicht mehr da ist. Und es tut mir leid, dass ich mich nicht daran erinnere, worum es in dem Gebet ging und wie die Szene ausging.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass nach dieser Szene der Augenblick folgte. Dass ein wenig Zeit verging und ich in dieser Zeit im Zimmer herumging. Dass es in mir nachwirkte. Dass es in mir arbeitete. Und dass ich letztlich stehen blieb vor der Wand mit der gelben Tapete. Dass ich sie anschaute und betrachtete und dabei überlegte und mich dann umdrehte. Und an Gott glaubte. Wenn man die Szene kritisch hinterfragt, scheint sie recht plausibel. Da ist ein Junge allein zu Hause und macht sich Sorgen. Er findet ein Buch mit Gebeten und bildet sich ein, dass es ihm Sicherheit und Trost spendet, wenn er ein Gebet auswendig lernt. Also tut er das und fühlt sich wohler. Die Sorgen verschwinden und er glaubt, dass es wirkte. Also glaubt er. Nur stimmt an dieser Erklärung eigentlich gar nichts. Ich gebe offen zu, dass irgendwie Sorgen da waren. Deshalb schrieb ich darüber und erwähnte es, um ehrlich zu sein. Es waren aber nicht Sorgen, die mich trieben, das Buch aufzumachen und zu lesen, sondern Neugier und Spannung. Und falls Sorgen doch eine Rolle spielten, dann aus dem Grund, weil Sorgen immer eine Rolle spielen und es eigentlich schön ist, dass wir uns sorgen, erst recht, wenn es beim Sorgen um andere geht. Dass es sich um Gebete handelte, hätte ich vielleicht ahnen können. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass dem nicht so war. Es ging mir aber nicht darum, durch das Aufsagen einer Formel Sorgen zu zerstreuen, sondern etwas Schönes, Gutes und Richtiges zu tun. Und zwar aus dem Grund, weil es schön und gut und richtig war. So gesehen gab es mir auch keine Sicherheit, weil ich mich nicht unsicher fühlte und keine suchte. Und es spendete mir keinen Trost, weil ich zumindest in diesem Augenblick keinen Trost brauchte. Wenn es etwas tat, dann öffnete es mir eine Welt, die neu und aufregend war. Es war mehr Abenteuer als Beruhigung. Und am Ende stand nicht das Zerstreuen von Sorgen und die Einbildung, das Aufsagen hätte geholfen, sondern der Aufbruch in eine neue Welt, die ich soeben betreten hatte. Es lässt sich also auch von der anderen Seite erklären, die wesentlich plausibler klingt, weil es sich so ereignete, ich es so empfand und so erinnere. Es kann sein, dass Gott selbst mich das Buch finden ließ, dass Maria mich leitete, dass mein Schutzengel mich führte, dass der Heilige Geist mich die Zeilen im richtigen Geist lesen lehrte, dass Jesus bei mir war. Auch das kann sein. Ich weiß, es klingt seltsam in unserer heutigen Zeit und Welt, aber das tut es wohl immer. Deshalb will ich es nicht überinterpretieren und habe wirklich Angst, hier etwas Falsches zu sagen. Aber dass Maria da war und noch heute in meiner Erinnerung mitschwingt, ist eine Tatsache meines Fühlens. Und dass der Heilige Geist uns zum Glauben und im Glauben führt, ist eine Tatsache meines Denkens. Und das, obwohl ich damals gar nicht wusste, wer Maria ist, wer der Heilige Geist ist, wer Jesus, wer Gott. Wenn ich es also neutral betrachte, kritisch prüfe und letztlich sage, was ich denke, dann muss ich sagen, wie wunderbar und wunderschön es war, dass es ein Gebet war, das mich auf den Weg brachte und auf die Reise schickte. Das Gebet steht im Zentrum des Glaubens, weil wir uns darin bewusst und ganz auf Gott ausrichten, und so war es auch hier bei mir. Als ich es las und auswendig lernte, betrat ich damit eine Welt, die mir neu war und zugleich vertraut, als wäre ich längst in ihr gewesen, zu Hause. Als hätte ich es schon oft getan, als wäre nichts selbstverständlicher als das. Ich sah das Buch nie wieder. Nur einmal hatte ich es in der Hand gehalten. Nur einmal hatte ich es aufgemacht. Nur einmal hatte ich darin gelesen. Jahrzehnte später erzählte ich es meiner Mutter. Und sie erzählte mir, dass auch sie sich an das Buch erinnert. Wir beide wissen nicht, welches Buch es war, woher es kam und was damit passierte.